Die nächste Rednerin kommt ebenso von der SPÖ, Andrea Gessel-Ranftl. Der Regierung, Hohes Haus. Nachdem mir jetzt nur 2 Minuten Redezeit zur Verfügung stehen, werde ich ganz kurz auf den SPÖ-ÖVP-Antrag eingehen. Asyl ist, so wie es auch die Frau Ministerin vorhin schon in ihrer Rede erwähnt hat, ein Menschenrecht. Asyl ist kein Gnadeakt und jede hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Ziel der Asylpolitik muss es unumstritten sein, eine einheitliche humanitäre Asyl- und Flüchtlingspolitik in der EU zu verwirklichen und die Flüchtlinge gerecht zu verteilen. Es kann nicht sein, dass Schweden, Deutschland und Österreich rund die Hälfte der Flüchtlinge aufnimmt, während sich andere EU-Länder ihrer Verantwortung entziehen. Fakt ist, und das wissen wir alle und das ist uns auch bewusst, dass die Kriege und somit die Flüchtlingsströme nicht so schnell ein Ende finden werden und wir alle daher gefordert sind, einen nationalen Aktionsplan zu entwickeln, langfristige und nachhaltige Strategien. Eine Quote innerhalb der EU ist eine Frage der Fairness und der Menschlichkeit. Und es führt hier mit Sicherheit auch kein Weg vorbei. Nur mit fairen Aufnahmebedingungen für alle Staaten kann das Menschenrecht auf Asyl gewährleistet werden. Neben einer EU-weiten Quotenregelung braucht es auch den massiven Kampf gegen die Schlepperbanden, die Milliarden durch die Not von Flüchtlingen verdienen. Leider gibt es derzeit viel zu wenig Bewegung in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik. Alle reden immer wieder von Solidarität, aber nur wenige Länder tragen tatsächlich die Verantwortung für die Flüchtlingspolitik. Ich bin froh und ich begrüße es sehr, dass Bundeskanzler Faymann zu einer gemeinsamen Anstrengung von Regierung und Ländern zur Bewältigung der Asylproblematik aufgerufen hat. Alle müssen sich zusammentun, alle müssen an einem Strang ziehen. Es muss langfristig und nachhaltig daran gearbeitet werden. Es wird ein harter und steiniger Weg werden, aber mit gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Gemeinden wird diese große Herausforderung bewältigbar sein. Und nun zur FPÖ. Mit Angstmacherei, Hetze und Polemik werden wir keinen Weg finden. Asyl sei kein Gnadenakt. Jeder habe das Recht, vor Verfolgung Asyl zu suchen, betont Andrea Gessel-Ranftl von der SPÖ. Die Flüchtlingsströme gehen weiter. Es brauche einen nationalen Aktionsplan.